Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Escape from Tarkov. Wir sind wieder dabei. Wir sind auf Woods wieder unterwegs und wollen hier unser Unwesen treiben. Wir haben so ein paar kleine Quests, die wir erledigen wollen. Das eine ist, es töte 3 Spieler in einem Raid. Und ansonsten hätten wir gerne noch ein paar Bloodsets. Ja, und haben direkt wieder Lex. Es ist wirklich. Ich weiß nicht, was mit dem Spiel los ist. Ich habe extra nochmal meine Verbindung geprüft vorher. Alles okay, aber das steht anscheinend nicht. Naja, ich muss mal gucken, was hier aktuell das Problem ist. Am Ende ist es vielleicht wirklich eine Einstellung oder so. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Es wäre manchmal schön, das rauszufinden. Aber hier gibt es auch nichts, was man... Gibt es jetzt nichts, was man unbedingt groß verstellen könnte dafür? Kann man das ausmachen? Ist mir wurscht, ich muss hier mit Kim reden. Da lief ein Skeff, glaube ich. Was ist ein Skeff? Oh, leider, ja. Ah, vergessen, dass er mich bis hierher sehen kann. Ich frage mich wirklich, was das für Lecks sind. Also meine Verbindung ist komplett stabil. Es ist halt anscheinend wirklich ein Problem mit Tarkov an sich. Ich habe nichts anderes nebenbei offen. Aber gerade wenn ich sprinte, werde ich sehr oft zurückgesetzt und das ist eigentlich das Fiese hier. Ja, vielleicht hat jemand eine Idee für den Fix. Ansonsten wird das immer schwerer zu spielen, dieses Spiel. Ja, wirklich, sobald ich renne, geht das los. Ich gucke nochmal, ob wirklich alles aus ist, was hier irgendwie... Das kann es nicht sein. Gucken wir mal, ob es hier dran lag. Ja, sieht nicht so aus. Habe ich immer noch den Balken. Also, es ist wirklich gar nicht mehr an. Ich soll den richtig guten Ping haben. Es scheint irgendwas mit den Servern zu sein, gehe ich jetzt davon aus, weil bei mir auf meiner Seite liegt es leider nicht mehr aus. Jemand hat irgendeinen Fix. Bis dahin weise ich jede Schuld von mir und behaupte das Gegenteil natürlich. Nee, vielleicht hat irgendjemand eine Idee, wäre ganz nett, wenn da jemand Bescheid weiß. Ich empfinde es einfach nur als nervig und störend. Ruckel, ruckel, ruckel. Ist nicht so, als ob ich nebenbei streamen würde oder so oder irgendwas anderes hier auf hätte. Es ist bloß ein Aufnahmeprogramm und das war's. Ich weiß deshalb auch so ruhig, weil ich einfach nichts höre. Oder Spieler. Und dort. Also so macht das Spiel halt auch null Spaß. Wenn hier aller Furze lang was leckt, aber naja, was willst du denn machen? Ich weiß nicht.
Naja, also an so, ich bin halt auch bloß auf EU-Servern, also daran könnte es auch nicht liegen. Das wäre meine nächste Vermutung so gewesen, aber selbst daran nicht. Das macht es halt schwer. Ja, Kondensmilch drin. Es ist ja nicht mal so, dass ob hier würde irgendjemand anderes in dem Haushalt irgendwas machen. Es ist ja das Lächerliche, was mich so ankotzt. Naja, vielleicht hat jemand eine Idee. Das wäre natürlich sehr schön, wenn jemand irgendwas da zusammenklabustern könnte oder rausfinden könnte. Würde mir natürlich sehr helfen und würde euch auch helfen, weil dann die Folgen ich nicht ganz so abgefuckt schon von Anfang an bin. Wo war hier? Problem ist auch dadurch, dass ich so lagge, kann es sein, dass ich auch einfach nur umfalle. Wahrscheinlich spiele ich hier auch irgendwie Offline-Mode oder so, weil noch nicht ein einziger anderer Spieler irgendwas getan. Ja, vor allem ist es ja nicht mal so, dass ich irgendwie eine Ping-Anzeige kriege. Ich kriege einfach gleich dieses Symbol. Da kriege ich Kopfschmerzen und Depressionen, wenn ich das sehe. Kriege ich ganz dolle Aua. Kann man sich nicht vorstellen, wirklich. Brauchen wir theoretisch auch noch, aber ja, gut. Das war auf jeden Fall ein Löwe. Irgendwie ruhig bleiben. Das ist wirklich die einzige Devise, die man hier haben kann. Ja, wir trinken gleich erstmal was. Ja, da ist erstmal das. Ja, 4 Level noch für Metabolismus. Das könnte man tatsächlich gut schaffen. Packen wir natürlich ein. Jetzt nehmen wir den und laufen dabei raus, weil wenn jetzt einer kommt, hat er eh eine Mini-Waffe, also eine Nahkampfwaffe, und dann wird er uns eh wegmachen.
bleibt uns ansonsten übrig zu tun hier, außer anscheinend keinen einzigen Spieler zu sehen. Ist doch verflucht. Ja, aber ist mir auch egal, weil dann loote ich mich einfach hoch. Da bin ich auch nicht böse drüber. Ja, wie weit seid ihr in Tarkov? Das würde mich mal interessieren. Wie weit andere jetzt zu dem Zeitpunkt im Vibe sind. Vielleicht kann mal jemand eine Aussage tätigen. Wie es aussieht aktuell. Dass ich mal einen kleinen Vergleich habe, wie es ist als jemand, der nicht ständig Zeit hat. Also was heißt ständig Zeit? Wie jemand, der halt, ich sag mal, Normalzeit hat, der halt noch arbeiten geht und irgendwie auch noch Frau und Kind hat. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, würde mich interessieren. Ja, ansonsten haben wir hier gar nicht so viel zu tun. Anscheinend Spieler sind ausgestorben. Scavs sind ausgestorben, sonst passieren die übelste Anstürme von Spielern und Menschen. Na gut, aber wenn ich so lecke, haben die auch keinen Bock auf mich zu schießen. Weil kannst du mich auch nicht treffen. So traurig wie das klingt, so traurig ist es halt auch. Ja, und dann soll ich ja eine Quest machen, töte 3 Spieler innerhalb von einem Raid of Woods. Witzig. Wirklich witzig. Nicht mal hier habe ich Schüsse gehört, also. Prost, Emir. Dieser Hund gerade mal ein bisschen geröpst. Hier war auch keiner. Könnt mich doch nicht verarschen hier, was soll denn das? Sollen die ganzen Spieler sein? Spiele ich hier wirklich Offline-Modus oder so? Hab ich irgendwas verpasst? Das kriegen wir da, was man braucht. Ich bräuchte Platz jetzt.
Hier liegen nicht mal Leichen oder so. Das macht mich richtig verrückt, ne? Oder war es das schon? Gut, noch mehr Zucker. Ich freue mich, tot, wenn es so weitergeht. Sag mal, liegen die irgendwo zu viert rum, oder? Also ich glaube, entweder ist der Server wirklich komplett tot, es ist die Uhrzeit, oder ich kann es euch nicht erklären, wirklich, ich weiß es einfach nicht. Liegen die alle dort hinten irgendwo, oder? Grüner Rauch. Nee, nee, dann laufen wir weiter. Das ist wohl die lächerlichste Runde, die ich je hatte. Und wenn ich sage lächerlich, dann meine ich lächerlich, das ist ja wirklich. Das ist ja eigentlich schon eine Frechheit, was das hier ist. Euro sind immer gern gesehen. Brauchen wir so viele von. Ich weiß, ich habe kein Skiff. Ich will auch kein Skiff. Also. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal solche Runden hattet, aber ja, was soll ich dazu sagen? Wir sind einmal über die Karte gerannt. Und haben original ein Skeff gesehen. Und keine anderen Spieler. So, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis zur nächsten Runde. So, da sind wir wieder. Ich habe es ein bisschen probiert. Naja, was soll man sagen? Ich gehe ganz stark davon aus, dass es nichts gebracht hat. Meine Vermutung. Okay, ah gut, wollte gerade sagen, jetzt leckt es schon wieder. Also. Ich habe von meiner Seite alles probiert. Ich weiß nicht, woran es noch liegen könnte. Eventuell hat einer von euch eine Idee und kann mir da weiterhelfen. Dann wird das Ganze vielleicht auch deutlich ansehnlicher für alle Beteiligten. Wenn ich nie die ganze Zeit irgendwo durchlecke wie der letzte Spinner.
Ja, ansonsten haben wir das übliche an Quests. Wir müssen drei Leute töten in einem Raid mit dieser Waffe. Und wir müssen einen Löwen finden. Ein Löwe wird gesucht. Das tritt gerade, würde ich meinen, deutlich weniger auf, ist jetzt meine Vermutung. Beziehungsweise wirkt es so gerade. Naja, das erst. Ah, Stürmen. Komm, ich brauche mal den Kill auf Stürmen, bitte. Mit den Lecks kannst du es halt auch komplett vergessen. Ich glaube auch tatsächlich, ich bin einfach nicht dazu gemacht, Bosse alleine zu töten, sondern ich brauche da einfach Leute, die helfen. Das Witzige ist ja, wenn man Glück hat, läuft dem Stürmer man ja hier schon entgegen. Wir ballern auf jeden Fall mal das rein. Komm mal auf die Bude. Das paralysiert und hast dich selbst verletzt. So sieht das immer aus. Jetzt geht es wieder ganz schwierig los. Wo ist denn so? Wo ist Störi? Mal hier hinten gucken schnell. Wo auch immer er jetzt gerade hergelaufen kam.
Also. Schade. Wo ist denn das an? Das dies andere hin, was hier vor uns noch war. Da muss da irgendwo hingerannt sein. Ist wirklich. Das Spiel will ihn aber auch flachsen. Kein Stürmen wieder. Mitnehmen. Nett. Sehr gut. Haben wir auf jeden Fall weggeholt, ist aber mit der falschen Waffe. Ist natürlich jetzt ungünstig. Aber erstmal mal gekillt. So, kleine Schmerzmittel einwerfen.
Scheiße, ich zeig mal ja mein Guter. Auch gut, auch gut. Naja, so. So weit war er noch gar nicht. Komm, gib mir doch einfach den Löwen. Na, danke für nichts. Gott, ja, das ist auch schon gut. Das möchte ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon relativ erfolgreich auf Woods zu gehen aktuell, aber hier ist auch einfach nicht so viel los. Beziehungsweise lohnt sich es vom Loot her auch nicht so richtig, würde ich meinen. Also ich hol zwar einen Haufen Medic-Stuff raus und kann mir hier halt auch den ein oder anderen Jackenfund gönnen. Aber so richtig belohnt ist es nicht. Wenn ich dazu noch diese Lex habe, möchte ich mich eigentlich auch ganz weit verkrümeln. Irgendwo da hinten, aber ich weiß noch nicht wo. Ja, ist jetzt die Frage, hampel ich jetzt hier noch sinnlos rum, um noch irgendeinen abzufacken? Ach Quatsch, wir hauen rein. Immer alles zusammen haben, also schon wieder guten Loot zusammengekriegt haben von irgendeinem anderen. Warum nicht? Dann fahren wir halt so. Einfach XP farmen und wenn es noch so stumpf ist, so blöd wie es klingt,
brauchen das und wir brauchen ganz dringend einfach die Erfahrungspunkte. Und da ist es mir auch recht einfach, irgendwelche Scavs sinnlos wegzuhauen. Wobei es grundlegend nie sinnlos Scav wegzuhauen, aber. Muss mich auch nicht quälen, dann können wir das noch trinken. Laufen wir ganz gemütlich vorbei. Und dann ist das auch gut so, wie es ist. Ein Autoreifen. So ein Feini. Hat er mich vorhin mit seiner AP getroffen? Das ist die Frage. Ich sehe ihn nicht. Ja, mich anscheinend. Sag mal. Sagen ist doch nicht dein Ernst, dass ich das immer mehr treffe. Dass selbst hier nichts gelootet ist. Ich möchte nicht sagen, dass es tot ist, aber. Den nehmen wir mit. Scheiß auf die Glases. Alles klar. Ja, ist ja wirklich gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder ist. Herzlich willkommen zu Escape von Tarkov und ich danke euch. Lasst gerne ein Abo, ein Like und einen Kommentar da. Und bis dahin wünsche ich euch noch ganz viel Spaß. Ciao, ciao.